Hallo, liebe VfR-Fans, herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum 31. Spieltag. Wir sind auswärts in Hessen-Kassel. Da ist ja hoffentlich gute Erinnerungen dran und nach dem Wochenende noch bessere, hoffe ich doch. Wie sieht es aus? Wie ist die Mannschaft drauf? Was hast du vom Gefühl? Also wenn wir das am Samstag umsetzen, was die Mannschaft wieder in der Trainingswoche gezeigt und geleistet hat, bin ich guter Dinge, dass wir in Kassel die Maximalpunktzahl einfahren können. Wir wissen immer um die Schwere der Aufgabe beim Auswärtsspiel, wissen sicherlich auch die Stärken und Schwächen vom Gegner. Und dementsprechend haben wir uns wieder in dieser Trainingswoche darauf vorbereitet. Wir haben jetzt mittlerweile schon zusammen 17 Trainingseinheiten gehabt. Und von daher, denke ich mal, wird die Handschrift von mir noch deutlicher werden. Und ich kann nur sagen, ja, nach wie vor, alle Jungs sind mit Spaß, mit Eifer, mit Engagement bei der Sache. Und was mich ganz besonders gefreut hat, wir hatten in dieser Trainingswoche auch drei Spieler aus der U19 dabei. Sprich mit dem Michael Schaub, mit dem Holger Buchs und mit dem Timo Müller. Und ja, das ist mir auch ganz wichtig, da eine enge Verzahnung zu haben mit der U19, überhaupt mit dem Juniorenbereich. Sowieso, sage ich, ist das zweimal so wichtig, wenn man eben auch keine zweite Mannschaft hat, dass man da bestmöglichst informiert ist über die U19-Spieler. Sehr gut. Ja, ich begrüße euch an die öffentliche Presse, wie immer. Und bitte um eure Fragen. Können wir die Personalsituation vielleicht ganz kurz am Anfang durchgehen, vor allem was die Gruppe betrifft? Ja, also die Personalsituation ist die, dass wir nach wie vor vier Langzeitverletzten haben. Das ist der Andi Knipfer, der sich im Aufbautraining befindet nach einer Muskelverletzung. Und es ist der Arzt Sesen, der Toni Vastic und der Mo Morabet. Und die drei befinden sich in einem Reha-Zentrum, um schnellstmöglich wieder gesund zu werden und fit zu werden. Und dann zum Team Krupp die Frage, ein Team hat sich heute nach dem Training spielfähig gemeldet. Ja, da werden wir morgen noch einmal im Abschlusstraining antesten, ja, wie er sich dann auch dementsprechend fühlt, wenn er jetzt 100% belastet ist. Genauso spielfähig hat sich zurückgemeldet heute nach dem Training der Hatsch Barini, der ja im letzten Spiel auch aufgrund von einer Entzündung im Muskelbereich ausgefallen ist. Und auch zurück ist wieder der Oliver Oschgenat nach seiner abgesessenen Gelbsperre. Von daher haben wir einen gut aufgestellten Kader und werden dann morgen schauen, was sind die besten 18, um in Kassel dementsprechend das Spiel zu gewinnen. Jetzt haben wir kurz über die Langzeitverletzten geredet. Vastic ist natürlich keine Option. Er hat zu mir gesagt, vergangenen Samstag, entweder Muskelfaser ist oder gar Muskelbündel ist. Gibt es da schon eine genaue Diagnose? Ja, da gibt es eine Diagnose und das ist ein Muskelfaserriss. Und wir gehen mal davon aus, dass die Ausfallzeit nicht gar so lange wird, dass er uns dementsprechend auch wieder zur Verfügung stehen kann. Sie kennen Kassel sehr gut, waren dort selbst. Das haben Sie vorher gesagt, man hat die Stärken und die Schwächen der Kassel schon analysiert. Können Sie ein bisschen was erzählen, wo die Stärken der Kassel liegen? Über die Schwächen werden Sie wahrscheinlich ganz so detailliert reden wollen. Ja, klar, erstmal zu meiner Vergangenheit in Kassel. Ja, ich bin immer noch stolz darauf, dass ich der letzte Meistertrainer bin in der Regionalliga Südwest im KSV Hessen-Kassel. Aber klar, das war eine schöne Zeit und jetzt bin ich aber hier beim VfR Aalen und werde mich da immer bei dem Verein, wo ich einen Vertrag unterschrieben habe, mit meiner ganzen Akribie, Leidenschaft und Herzblut zu 100% oder noch mehr einbringen. Und die Stärken der Kasseler Mannschaft sind sicherlich die, dass sie eine sehr erfahrene Mannschaft haben, eine sehr abgezockte Mannschaft, gerade wenn ich die beiden Spitzen denke, mehr an Saglik. Ja, und dann auch so gestandene Spieler wie in der Innenverteidigung Nennhuber oder im Mittelfeld Brill. Und deswegen müssen wir da schon Paroli bieten und haben die letzten beiden Spiele gewonnen, hatten zuvor einen Negativlauf. Und deswegen habe ich gesagt, ist für uns auch
ein sehr wichtiges Spiel, weil von der Tabellensituation Kassel ist ein Punkt hinter uns. Und wenn wir da die Maximalpunktzahl erreichen, können wir uns da schon etwas freischwimmen. Und das soll unser Ziel sein, dass wir das Schiff möglichst schnell in einen sicheren Hafen bekommen. Jetzt haben Sie bei Ihrer Eintrittsrede gesagt, dass auf den ersten drei Spielen Ihr Ziel 7 bis 9 Punkte sind. Die 7 sind noch machbar. Haben Sie die Mannschaft da sehr unter Druck gesetzt oder spüren Sie das nicht so? Die Mannschaft hat gar keinen Druck. Ich habe selbst gemerkt, ja, die Mannschaft will das selbst. Und ich sage, man muss sich immer auch Ziele stecken, ja, und keine utopischen Ziele. Und ich denke mal, das ist kein utopisches Ziel, so jetzt habe ich es, Entschuldigung, ja, sondern es ist nach wie vor machbar. Und ich habe ja bei meiner Antrittsrede auch gesagt, ja, wir gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Ja, dass ich jetzt nicht so vermessen bin, habe gesagt, bei meinem Amtsantritt, es sind noch 14 Spiele, wir holen 42, das weiß ich auch. Aber wenn mich jemand fragt, wollen tun wir sie. Ja? Wollen tun wir sie. Und das fordere ich auch im Training, dass man jedes Trainingsspiel gewinnen will, dass man immer das Beste gibt. Ja? Und wenn man zum Schluss vom Platz runtergeht und man hat alles in puncto Mentalität, Einsatz und Laufbereitschaft abgerufen, dann kann man sich auch keinen Vorwurf machen, wenn der Gegner vielleicht an dem Tag, ja, die glücklichere, die bessere Mannschaft war. Ja, aber man darf sich nie den Vorwurf machen, man hätte in puncto Einstellung etc. nicht alles abgerufen. Jetzt haben Sie zwei Spiele gemacht, 0 Niederlagen. Gibt es dennoch Kritikpunkte, auch noch im jüngsten Spiel, wo Sie sagen, da muss die Mannschaft besonders noch nachlegen? Ich bin zufrieden, wie die beiden Spiele gelaufen sind. Ja, man muss immer auch den Spielverlauf sehen. Und im ersten Spiel haben wir es eben versäumt, in Mainz das zweite Tor nachzulegen, um mehr Ruhe reinzubekommen. Und jetzt war die Mannschaft schon wieder einen Schritt weiter, weil wir hatten da gegen Stadt Allendorf gleich nach 2 Minuten, ja, von der Psyche das erstmal wegzustecken, so ein frühes Gegentor zu bekommen. Aber ich war außen felsenfest davon überzeugt, weil ich gemerkt habe, weil die Mannschaft hält sich an den Plan, die Mannschaft spielt selbstbewusst. Wir hatten ja gefühlt 80% Ballbesitz und ich war mir sicher, dass wir das Spiel drehen. Und das hat die Mannschaft auch getan. Und da kommt eben auch wieder der Punkt von Mainz. Ja, auch hier in dem Spiel gegen Stadt Allendorf müssen wir einfach dann das dritte nachlegen. Ja, da müssen wir einfach den Deckel früher drauf machen, weil, ja, das ist ja Fakt im Fußball, ein Tor Rückstand, ja, das kann ein Gegner immer noch aufholen, wenn es die letzten Sekunden ist, ja, durch einen Elfmeter, durch eine Standardsituation, wie auch immer. Und deswegen hätte man da früher einen Deckel drauf machen müssen. Aber mit der Art und Weise bin ich richtig zufrieden, wie die Jungs auftreten. Ja. Und das haben sie auch wieder in der Trainingswoche gezeigt. Nicht nur die ersten 11, sondern der komplette Kader. Und wie ich eben schon angesprochen habe, auch gerade die U19-Spieler haben mir große Freude bereitet. Und so soll es auch in Zukunft weiterlaufen. Jetzt haben wir gesagt, Handschrift ist schon ein bisschen zu erkennen. 2 Wochen sind dabei, 17 Einheiten. Was haben Sie denn besonders schon umgesetzt, die Spieler, aus Ihrer Sicht? Und den Fußball, den Sie sehen wollen? Ja, die Jungs haben das umgesetzt, dass wir eine Strategie in unserem Spiel mit dem Ball haben, dass wir in die Tiefe spielen wollen, dass wir möglichst viel flach am Boden Fußball spielen wollen, dass wir einen hohen Ball eigentlich nur für eine diagonale Spielverlagerung oder zur Flanke oder zum Torabschluss wollen. Und dann ganz, ganz wichtig, ja, dass eben die Mannschaft immer kompakt bleibt, dass man nach vorne verteidigen, dass man dem Gegner Stress bereiten und dass sich die Mannschaft coacht, dass man sich untereinander unterstützt, jeder für seinen Vorder- und Nebenmann verantwortlich ist und das eben Hilfestellung leistet durch Coaching. Jemand schon irgendwie einen besonderen Sprung gemacht, so auch wenn man jetzt an die jüngeren Spieler auch denkt oder so, die vielleicht mal nicht so zum Eindruck, ja, wenn ich jetzt sehe, Marc Müller, ja, der hat ja, das habe ich gar nicht gewusst, jetzt am vergangenen Samstag gegen Stadt Allendorf sein Startelfdebüt gehabt und mich interessiert auch nicht groß, was zuvor war.
Und aus dem Grund bin ich ganz unbefangen an die Situation rangegangen. Und der Marc hat sich eben auch durch, das meine ich immer positiv, wenn ich das Wort frech sage, durch freche, abgezockte Trainingsleistungen da in den Vordergrund gespielt. Und das erwarte ich von meinen Spielern, ja, dass man dementsprechend mutig ist, dass man sich zeigt, dass man es auch nicht zu schade ist, mal Fehler zu machen. Ja? Weil wer fleißig ist, der macht auch Fehler. Und ich sage immer, wenn man den Fehler, sage ich mal, im vorderen Drittel machen vom Gegner, deswegen wollen wir ja auch in die Tiefe spielen, da haben wir immer noch genügend Möglichkeiten, den Fehler wieder gut zu machen oder indem, dass wir sofort nachsetzen. Und von daher hat sich da eben der Marc da auch in den Vordergrund gespielt und ja, die anderen, sage ich mal, die in Sandro Abruscia, ja, unheimliche gute Standards, ja, unheimlich Qualität und ja, so ist es eben auch, kann ich sagen, in der Trainingswoche fortlaufen, wenn ich durch die einzelnen Mannschaftsteile gehe, ob das hinten ein Gino Windmüller ist oder ein Marcel Abia, ja, die coachen, ein Bernes sowieso von seiner Erfahrung her. Und ne, die Jungs machen das richtig gut und da wollen wir natürlich auch dementsprechend weitermachen. Das heißt, Marc Müller darf davon ausgehen, dass er in der Stadt steht? Der darf davon ausgehen. Ja, wenn man so auf die Tabelle an sich guckt, kann diese 5 Punkte vor dem Abstiegs, vor dem ersten Abstiegsplatz, das ist das eine. Wie sehen Sie denn so die Spitze oben? Das ist ja auch mal entspannt. Also irgendwie diese Freiburger sind ja nicht klein zu kriegen. Und dahinter aber lassen wir auch mal wieder mal Punkte. Also was die Spitze angeht, interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Wenn mich was interessiert, ja, ist es eben, das Schiff so schnell wie möglich in einen sicheren Hafen zu bekommen. Das ist mal der erste Akt. Und was mein ganz besonderes Ziel ist, dass die Jungs, wenn wir das Schiff so schnell wie möglich in den Hafen gebracht haben, auch dann vielleicht noch Platz 8 anvisieren können. Ja, weil das ist eine große Herausforderung für uns und ich habe auch zur Mannschaft gesagt, der Anspruch von der Mannschaft, von dem Kader, sollte eigentlich sein, sich in der Region Platz 8 zu befinden. Weil die Jungs können alle Fußball spielen, können alle kicken. Und ich kann nur sagen, mir macht es richtig Spaß, Trainer von der Mannschaft sein zu dürfen. Und wir sind richtig zusammengewachsen. Ja, jetzt schon, wenn ich das sagen darf, das merke ich, das spüre ich. Und auch das Umfeld, was drumherum kehrt, zum Beispiel Zeugwart, Putzfrau, Platzwarte. Ja, und das war ja auch das Ziel vom Präsidium, dass man eben wieder zu einer großen VfR-Familie wird. Und es ist natürlich auch meine Aufgabe, das so zu leben. Und so bin ich aber auch vom Typ her sehr offen und zugänglich und klar mit einer gewissen Autorität. Die Jungs wissen, wenn wir auf dem Platz sind, ja, wollen wir hart arbeiten, trotzdem Spaß dabei haben. Aber ansonsten ja, kann man mit mir auch Pferde stehlen und ich habe gesagt, jeder muss für jeden durchs Feuer gehen und das ist letzten Endes entscheidend. Ihre Vorgänger haben sich immer wieder gewundert, wie viel Schnee auf dieser Ostalb so liegt. Wie erschrocken war sie denn, dass jetzt diese Woche wieder der Schnee zu bekommen? Ich habe mich gefreut, weil ich habe ja auch zu den Jungs gesagt, es soll wieder so werden, wenn die Gegner hier vorfahren, dass sie wissen, dass auf der Ostalb ein eisiger Wind weht und dass da die Punkte schwer zu holen sind. Und da hatten wir jetzt ja, mal das beste Beispiel, ja, buchstäblich vor Augen. Und ich weiß noch, hat man das ein oder andere reingehört, als früh Schnee lag, hat der ein oder andere gesagt oder gefragt, Trainer, sind wir heute im Kraftraum? Sage ich, nee, wir sind auf dem Platz, weil im Kraftraum gewinnen wir keine Spiele. Ja, sondern ich brauche immer die richtige Einstellung, ja, zu den Gegebenheiten, so wie wir das in Schott gemeinsam annehmen müssen mit dem Kunstrasenplatz. Und es ist immer wichtig, entscheidend, ja, wenn ich rausgehe und sage, ah,
Scheiße, ich muss auf Schnee spielen, da kann es nichts werden, sondern ich brauche die richtige Einstellung. Ja. Ein Bauarbeiter kann auch nicht rausgehen und sagen, heute arbeite ich nicht, weil es schneit, ja, gehe ich nicht auf die Baustelle, der muss auch raus bei jedem Wind und Wetter. Und ich sage es nochmal, Profifußballer ist das schönste Beruf, den es auf der Welt gibt, und das muss auch jeder wissen, dass es ein Beruf ist. Wie sind die Bedingungen in Kassel? Ich meine, es ist schon ein bisschen her, wo Sie da waren, aber jetzt, so wissen Sie da noch was, aber da macht man Kontakte auch in die Richtung? Ich habe sehr gute Kontakte nach Kassel nach wie vor, das heißt, ganz besonders engen Kontakt habe ich zum Zeugwart, zum Uwe 1, weil das war für mich Uwe 1, weil ich war Uwe 2. Und zu Uwe Heller habe ich noch nach wie vor einen sehr guten Kontakt. Und der hat mir auch die Woche mal ein Bild geschickt, das in Kassel auch geschneit hat. Und dann habe ich noch sehr guten Kontakt zu der Familie Häckselschneider, gute Freunde zu mir. Und dann eben noch zu meinen zwei Lieblingsrestaurants in Kassel. Einmal ein italienisches Restaurant und einmal ein spanisches Restaurant. Und da pflege ich noch einen engen Kontakt und, sage ich mal, es sind nur noch, summa summarum, sind nur noch vier Spieler aus meiner Zeit da. Das ist der Ingmar Merle, Sebastian Schmeer, der Marco David und eben jetzt der Trainer, der Tobi Damm. Das war ja noch zu meiner Zeit Spieler unter mir. Ja, die vier, das sind die letzten. Und da hat man mal die ein oder andere WhatsApp- oder SMS-Nachricht, ja, bekommen und ist da im Austausch. Ja. Okay, gut. Wenn keine Frage mehr sind, bedanke ich mich recht auf dich. Schönen Dank, Uwe. Und viel Erfolg fürs Wochenende. Ihr guckt schön nach. Auf unseren Social-Media-Kanälen wird bekannt gegeben, wo das Spiel eventuell gestreamt wird, damit ihr dabei sein könnt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.